Im letzten Video über die Sendung »Warum wir nicht von der Bibel überzeugt sind« und die eklatanten verbalen Entgleisungen einiger der anwesenden Christapologeten habe ich ja eine Äußerung als diffamierend und beleidigend dargestellt. Mir ist gesagt worden, der Typ hätte sich ja entschuldigt. Hat er das? Hat er sich entschuldigt oder noch tiefer reingehauen, nochmal nachgetreten? Zunächst sagt er etwas, was sich durchaus wie eine Entschuldigung anhört, aber nur die ersten 15 Sekunden. Ich möchte mich vor allem auch entschuldigen, wo von mir Äußerungen kamen, die respektlos oder unangebracht waren, denn das habe ich dann im Laufe der Debatte wirklich ernsthaft auch bereut. Nur dann tritt er nach, indem er das nochmal so klarstellt. Es ist so. Ich denke, in solchen Debatten muss man sich solche Sachen auch anhören. Nein, es ist nicht so und nein, es ist keine Debatte und strafbare Äußerungen muss ich nicht aushalten. Das geht ganz klar über alle zumutbaren Grenzen hinaus. Ich bin extrem großzügig, was Meinungsfreiheit angeht. Man muss aber verstehen, was es eigentlich ist. Und das schießt hier weit darüber hinaus. Und ja, also Stefan, nur um das klarzustellen, es ging mir jetzt nicht darum, etwas über dein praktisches Handeln zu sagen. Es ging mir jetzt nur um die theoretische Frage, ob man jetzt aus naturalistischer Sicht eine Grundlage für Gut und Böse hat. Denn es tut ihm also auch nicht leid und es ist auch keine Entschuldigung, wenn er es dann nochmal behauptet. Er sagt ja wieder ganz deutlich, dass man ohne seinen imaginären Gott, also rein natürlich und evolutionstechnisch, niemals zu einer Erkenntnis kommen kann, was gut und böse ist. Also, ich kann nicht als Mensch in dieser Gesellschaft leben? Das ist unglaublich, was dieser Popanz da von sich gibt. Ich kenne auch ehrlich gesagt Menschen, und es gibt auch ehrlich gesagt Menschen, die verhalten sich eigentlich gut und normal, aber sie sagen, Gut und Böse gibt es eigentlich gar nicht. Es ist so. Mir kommt es so vor, als ob er da irgendwas aufgeschnappt hat und es einfach nicht kapiert. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass er nicht einer ganzen Gruppe von Menschen so abwertend gegenüber einfach die Fähigkeit absprechen darf, sich menschlich zu verhalten. Das geht nicht. Aber er macht es ja noch schlimmer. Er behauptet wirklich, dass man sagen kann, es gäbe kein Gut und Böse. Und da drängt sich bei mir der Eindruck auf, dass er selber gar nicht kapiert, was er da sagt und sich nicht bewusst ist, was er da anrichtet. Er ist so in seinem Wahn gefangen, dass er nicht mehr sachlich urteilen kann. Nochmal klarzustellen. Und ich meine, klar, solche, auch wenn jetzt dir meine Äußerung dann jetzt nicht gefallen hat. Es geht nicht um mich persönlich und ob mir etwas gefällt oder nicht. Es geht um die abfällige und herabwürdigende Bewertung einer ganzen Menschengruppe. Wegen mangelnder Moral, wegen der mangelnden Fähigkeit, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Darum geht es. Ich denke, in solchen Debatten muss man sich solche Sachen auch anhören. Nein, das muss man nicht. Wenn ein Christapologet so dermaßen beleidigend und abfällig andere beurteilt, dann muss man ihn zurechtweisen. Ein Richter würde wohl noch eine heftige Strafe draufsetzen, aber vielleicht belehren ihn ja mal ausnahmsweise seine Glaubensbrüder. Aber na, jetzt kommt ja noch der Hammer. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Atheisten unseren Gott, mit dem wir uns auch identifizieren, als ein moralisches Monster darstellen oder als das müssen wir uns auch gefallen lassen. Die abrahamischen Götter sind moralische Monster. Das ist eine Tatsache. Das habe ich wieder und wieder belegt, zuletzt am Anfang genau dieser Sendung. Damit greife ich aber nicht ihn persönlich oder eine Gruppe von Menschen an, sondern kritisiere das, was über dieses unmoralische Fantasiewesen in einem Buch steht. Das muss er sich nicht gefallen lassen. Da geht es nicht um ihn und kann keinesfalls als Rechtfertigung dienen, Menschen persönlich anzugreifen und ihnen eine Daseinsberechtigung abzusprechen. Apologeten müssen langsam merken, dass diese abwertenden und beleidigenden Beschuldigungen gegenüber Menschen ohne Götterglauben nicht länger einfach so hingenommen werden. Die Zeiten sind vorbei.
Und es wird sehr deutlich, dass er gar nicht daran denkt, sich zu entschuldigen, sondern dass er ganz im Gegenteil davon überzeugt ist, dass wir ohne diesen antiken Aberglauben Menschen zweiter Klasse sind und er sich selbst als etwas Besseres sieht. Naiv, überheblich, von falscher Überzeugung getäuscht und arrogant. Keine gute Mischung.